So, ich weile hier im schönen, farblichten Wald, im Grunewald, lese nun ein bisschen von diesem Buch hier, was Thilo einst schreibt hat, als Thilo noch mehr verwickelt Wesen ist im Grammatikalischen. Da habe ich in einem Moment alle Ists in Sei wandelt, weil ich das Ist als so festgelegt damals fühlte. Nun beginne ich mal anfangen, da bin ich noch im Fangwesen, nämlich das Buch heißt: Am Anfang war das Wort. Der Roman Schmidt, welcher das Buch lektorisiert hat, hat schreibt: Mit am Anfang war das Wort, legt Thilo Kaiser ein grundlegendes und notwendiges Werk vor, das der Oberflächlichkeit sowie dem macht- und geldmotivierten Missbrauch der Sprache mit energischer Klarheit und begeisternder Intelligenz wohltuend entgegenwirkt. Im Beginn schreibt da Thilo ein Zitat von Einstein. Einstein, Nietzsche. Folgende Schriftart kann schwer verstanden werden und leicht empfunden werden. Mit Nietzsches Worten zu schreiben: Ich will nie zum Widerspruch herausfordern. Vielmehr hilft mir, das Problem zu gestalten. Sobald ihr gegen mich Verstand richtet, begreift ihr meine Empfindungen und folglich meine Argumente nicht. Ihr müsst der Wunschtäter desselben Bedürfnisses sein, allgemein wohlwollende Liebe erlebend zu leben. Oh wei, noch sehr verstrickt. Nun ja. Ich bleibe mal wörtlich in dem Schriftstück hier. Folgendes: Liebe Menschen, wer bin ich? Ich bin ein denkender, werden wollender Freigeist, der Freimenschsein leben möchte. Ich liebe die Sophie mit barer Empfindung im Worte. Der wahre Sophist liebt die Wahrheit in allem. Und nicht über alles. Der Philosoph ist einer, der weise Menschen gerne mag, Philo anziehend. Und damit kein Weiser, sondern ein von der Weisheit angezogener, einer, der Weisheit und Unweisheit aus der Distanziertheit kritisch betrachtet. Das mit reinem, gemütvollem Gewissen losgelassene, ausgesprochene Wissen sei die Wahrheit. Sei die Weisheit, sei das bewusst werdende Wissen, sei das momentane Wissen. Losgelassen, ausgesprochen. Ich lasse mich vom Worte befürworten führen, für des Seins lebendigen Willen, für die enttäuschende Selbsterkenntnis. Erkenntnis, welche nämlich täuscht. Und da habe ich das objektiv Bedingte. Was ist Objektivität? Wörter, welchen Thilo sehr schwer getan hat ein Weilchen, auch im Studium. Was ist Objektivität? Die Objektivität ist darauf aus, mit einem Objekt festgelegte Objekte festzulegen, da dann eher Subjekte mit einem Objekt Subjekte objektiv festzulegen. Und damit den momentanen Zustand eines Objekts bemittelnd zu umschreiben. Das Momentane sei ein Ausdruck bewegender Kraft. Da diese Kraft beweglich sei,
verzerrt man mit der festsetzen wollenden Umschreibung den Moment, der im nächsten Moment schon vergangen sei, abgelöst von einem neuen augenblicklichen Moment bewegender Kraft. Da das Leben sich laufend erneuert, hängt Wissenschaftler mit der objektiven Methodik immer in der Vergangenheit fest. Thilo ist mal ein Wissenschaftlerwesen, wissenschaftliche Ausbildung, Agrardiplom-Ingenieur, Fachrichtung, Umweltsicherung und Entwicklung ländlicher Räume. Da hat Thilo dann im Bodenschutz arbeitet, einsieht, dass Gifte in Boden einlagert sind, am Tone haften, der kleinsten Korngrößenfraktion im Boden, also eine Maßeinheit an den Boden. Dann habe ich merkt, dass ich da wenig Wandel in dieser verdreckten, verkorksten, verkehrten, naturzerstörenden Objektivität. Nun weiß ich, dass Schadstoff am Tone den Schadstoff in den Ton bringt, also den Schadstoff im Tone lösen, den Schaden, welcher Mensch nimmt, einholt, so das Wort schädlich sendet. Da das Leben sich laufend erneuert, hängt Wissenschaftler mit der objektiven Methodik immer in der Vergangenheit fest. Mit objektiver Sichtweise versuchen wir, Dinge fest zu begreifen. Versuchen wir, den Zusammenhang zwischen Dingen in Versuchungen unbedingt darzustellen. Da der Zusammenhang der objektiven Wahrnehmungen und der nicht objektiv wahrnehmbaren Dinge bedingungslos sei, weil das Leben keine festen Bedingungen kennt, sondern in jedem Augenblick bewegende Kraftzusammenhänge zusammenschwingen, die sich unbeständig und unermüdlich bewegen und auf feine und grobe Impulse unmittelbar reagieren, aktionieren. Wie können dann sogenannte Wissenschaftler Aberglauben mit dieser verfestigten Methodik Wissen zu schaffen? Dass sie dann mit großem Paukenschlag der Welt als Realität verkaufend präsentieren. Oh, ein Waldweg hier. Da zischt es manchmal. Mit Funktionen versucht man, die Zusammenhänge des Lebens zu erklären. Versucht man, in Anführungsstrichen immer, die grenzfreie Unendlichkeit mit in die Unendlichkeit reichenden Zahlen festzuschreiben. Durch Zahlen Formeln festzuhalten. Nichtsdestotrotz können in Unendlichkeit reichende Zahlen dem wahrlichen Leben nicht die Hand geben. Das sei die Ursache, warum sich die sogenannten klassischen Naturwissenschaftler fernab des wahrlichen Wissens bewegen. Wahrliches Wissen beruht auf Glauben. Echtes Wissen ist im Fühlen spürt, dann ist Fährte klar. Also, bis dann.